So, Ladies, wir investieren noch mal ein bisschen Zeit in White Hart, weil dafür ist noch Zeit. Dafür nehme ich mir die Zeit. Nachdem wir gestern Nacht noch ein bisschen Hogwarts Legacy im Stream gegrindet hast. Wie lange hast du heute früh noch gemacht? Lange. Wir hatten 4 Stunden Hogwarts Legacy, Epilog und bisschen Grind noch gespielt. Aber jetzt geht's ja um Wild Hearts. White Hearts. Wald oder Märchen. Jage die Federkralle. Die haben unterwegs schon ein paar Mal getroffen im neuen Gebiet. Deshalb wird das schon passen. Ach ja. Beim Wald oder Märchen, du hast das Wesen noch schon lange gefunden. Oh, ich habe übrigens ein Upgrade. Gemacht, ohne dass ich live war, und zwar haben die Sensortürme von mir jetzt eine höhere Reichweite. Man macht ja über die Sammelgeschichten, schaltet ja immer, beziehungsweise durch die Jagd schaltet ja, Moment. Es gibt ja einen Talentbaum, wo du nach der Jagd Punkte investieren kannst. Immer wieder. Und da habe ich freigeschaltet, dass die Türme jetzt eine höhere Range haben. So. Kimono-Kugeln. Danke, Lord. Im Chat. Da ist der nette Donner-Typ. Aber mit dem Donner-Typ haben wir nichts zu tun gerade. Den haben wir mal just for fun zwischendurch getötet. Nämlich gestern. Genauso ist wie übrigens im ersten Gebiet, müsste der, also das Wesen, was aussieht wie ein Huhn, der stärkere Gegner hier sein. Ich hoffe noch, dass Day One Patch kommt. Warum? Was läuft denn zurzeit nicht gut? Von was denn? Von White Hearts oder
Naja, es ist ja schon wieder so ein 1.02. Also die haben ja schon ein bisschen nachgepatcht die letzten beiden Tage. Es sind auch so ein paar Sachen, wo bin ich manchmal das Equip nicht so handhabt, wie man, ich glaube, wie es sein sollte. Näher ran. Sollte dieses Fragezeichen nicht ein weiterer Baum sein? Ah ja, da steht er ja. Boah, ist mal bei kleinen Mobs nicht an die Feen rankommt. Bei denen ist das wohl so, ich habe mal drauf geachtet, wenn du die kleinen Mobs angreifst, also die kleineren Kenomo, dann, und dann auf eine Schwachstelle schlägst, dann fallen aus denen die Fäden raus. Und deshalb wirst du da nicht, das absaugen können. Also jedenfalls hatte ich das Gefühl beim Nahkampf. So, meint ihr, das hier wäre ein guter Zeltplatz oder warum ist das so markiert? Ja. Komisch, dachte ich, kann einfach frei wählen, wo ich Zelte platziere. Jedenfalls war es da im ersten Gebiet so. Hat gut geklappt. Aber stürzen wirst du direkt hochgesetzt wieder. Schön, dass du mich da hochschicken willst, aber es ist halt nicht so geil von hier aus.
einfach Leute. Hätte mir sonst zu lange gedauert, da wieder runter zu laufen. Oder außen rum oder wo auch immer lang. So, ganz viele kleine Schuppen für uns. Mein Hund kaut irgendwas. Der Hund ist heute eh ein bisschen kaputt. Weil der ist mir heute Morgen gegen den Ofen gelaufen. Ich glaube langsam. Also schlauer wird er einfach nicht im Alter. Er wollte in den Ofen. Im Ofen gibt es nichts zu sehen für ihn. Man muss sagen, du bist aber auch ganz schön hässlich. Ach, du hast auch Ansturm. Ich beobachte ihn erstmal so ein bisschen. Zwischendurch leuchten seine Brüste auf. Ich glaube, er kann ein bisschen Karate. Jedenfalls tut er so.
Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Werden Spiele immer teurer? Ja. Möglich. Oh, ich habe ihm irgendwas abgeschlagen vom Kopf. Komm, fang dich. Der Federkrallenkamm. Ab. Ich dachte, der wird jetzt aggro. So, ich weiß, dass hier auch noch 2, 3 Heilpflanzen sind. Ich glaube nicht, dass der Gockel, ich nenne ihn einfach so, weil die richtigen Namen sind mir alle zu kompliziert. Dass der so viel aushält wie der Eber. Ich glaube, der Eber ist ein ganz schöner Schadensfresser. Einfach aufgrund der Größe und allem anderen. Ist halt ein bisschen tankiger. Dafür ist der Gockel halt schneller. Und er kann halt Karate. Und jetzt wird er ein bisschen wütend. Und fliegt. Federkralle ist schon ein komplizierter Name. Ja. Und er steht die ganze Zeit auf dem Display.
Er ist schon im Arsch. Ziemlich. Er ist mich gerade weggehumpelt. Ach ja, und man sieht auch eigentlich, dass der oben am Icon einen kleinen Totenschädel hat. Das war mir auch bis jetzt noch nicht so aufgefallen. Monster Hunter spielt er ja mit Farben. Aber ich glaube, die haben auch einen Totenschädel, wenn die... Boah, ich muss jetzt nochmal gucken. Da habe ich auch nicht darauf geachtet, ob man auch erkennt, obwohl man erkennt an den Gegner selbst, wenn er wütend ist. Weil die meisten Monster kriegen hier halt einen... Ja, sind halt stark verändert, sobald die wütend sind. Da wächst ein Brathähnchen auch nochmal ein richtiger Flügel. Wie geil! Ja, der Schweif ist jetzt auch ab. Na komm, muss ich draufgehen auf den letzten Meter. Wusste ich's doch. Verzeih. Verzeih. Ist der Abfall auch einfach größer zum Eber. Weil ich inzwischen besser vorbereitet bin. Beziehungsweise auch die richtige Waffe benutze. Warum ist kein Hahn? Ist ja wahrscheinlich ein Huhn. Es hat ja Brüste. Ruf der Mikro, der Biologe.
Gehst du wieder jagen? Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit häufig mit... Ich glaube, es gibt gar nicht so viel Fleisch daran. Das sind alles irgendwelche Naturwesen. Also, ich habe den Vogel erlegt. Was? Den auf der Seeleninsel? Du nimmst mich doch auf den Arm, oder? Oh. Du meinst das ernst, oder? War es wirklich das gleiche Kemono wie damals? Der Vogel, den ich erlegt hatte, überragte mich um das Zehnfache. Das genügt, Ujishige. Dieser Vogel war so gigantisch wie eure Märchen und wird mit jedem Mal größer. Oh. Ich erzähle euch, was damals wirklich auf der Seeleninsel geschehen ist, als die Federkralle angegriffen hat. Ujishige begleitete tatsächlich eine Gruppe von Sammlern. Und es wurde ein Kind beinahe von einem Kemono entführt. Aber was die Geschichte unseres alten Samurai angeht, dass er es besiegt hätte, nun... Naja, du weißt doch, ich versuche nur mit großen Taten zu inspirieren. Auch wenn es nicht ganz meine eigenen waren. Und inspiriert habe ich wirklich. Du hast nun selbst etwas zu prahlen. Hier, ich hatte dir doch etwas versprochen, falls du die Federkralle erlegst, die seit unserer Begegnung damals nicht aufgehört hat zu zittern. Na dann, ich habe noch etwas zu erledigen. Bis später. Gut gemacht, Boss. Das damals fast entführte Kind war ich. Zu meiner Schande. Wisst ihr, ich hatte mich in dem Boot versteckt, mit dem mein Vater und die Jäger an jenem Tag zur Insel fuhren. Als ich aussteigen wollte, tauchte plötzlich die Federkralle wie aus dem Nichts auf. Sie hatte es auf mich abgesehen. Während die anderen Jäger nach ihren Waffen griffen, suchte Ujishige Deckung. Ich war starr vor Angst, aber er packte mich und wir versteckten uns im Boot. Er behauptete, ich sei ihm damals im Weg gewesen und er habe mich einfach spontan unter den Arm geklemmt. Aber ich glaube, er wollte verhindern, dass mir in dem Getümmel etwas zustößt. Die anderen Jäger haben ihm danach die Hölle heiß gemacht. Sie waren stinksauer, dass er sie im Stich gelassen hatte. Er hat ein großes Herz, wisst ihr? Aber er gibt auch gern an. Nehmt es ihm nicht übel, ja? Ihr könntet gute Freunde werden. Gibt keinen neuen Auftrag. Währenddessen schreibt meine Angebetete mir lustige Nachrichten. In Form von, holst du mich später ab, wo ich aber denke, what the fuck, wo und warum, was ist los? Schadensart, Luft. Ah, stimmt, macht ja auch Sinn. Überraschungsangriff. Erhöht die Angriffskraft, solange dich kein Kemono bemerkt. Ja, der. Ja. Passt schon. Guten Tag, Chainsaw. Wobei eigentlich sollte der lieber da bleiben. Wobei, wenn man den Weg natürlich nach hier unten geht und dann hier rüber, ist das Schwert stärker. Weil die Verstärkung von dem anderen Weg drin sind. Schmied. Habt ihr etwas Bestimmtes im Sinn? Flora Grunzer Elfenbein.
Ich sehe jetzt, dass das da drüber in den kleinen Icons die Kreaturen sind, die da drin verbunden sind. Also in der Produktion der Rüstung. Das hier wäre nämlich nur Donner. Mengu, da sind zwei unterschiedliche drin. Wobei, ich glaube, ich habe beide noch nie gesehen, oder? Doch, da ist die Federkralle. Achso, sind mehrere drin. Smaragdgleiter. Federkrallen, Smaragdgleiter. Schutz gegen Feuer, Luft. Zackengratwolle. Provokation. Gewinnungsexperte. Erleichtert den Gewinn von Karakuri-Fäden. Also ich kann mehrere ausrüsten, sehe ich gerade. Die haben halt einen gewissen Kostenwert. Gar nicht hin. Schmiedekunst macht Spaß, findet ihr nicht? Ja, ich wollte aber eigentlich was gucken. Und zwar wollte ich in die Übersicht gucken. Physische Wirksamkeit, ja, Knüppel ist schlecht. Weichteile, Hauer ganz schlecht, Schwanz, Hinterbeine, alles normal. Und der ist gar nicht so empfindlich gegen Achso, Leinen sind wahrscheinlich Stack-Schaden. Also wenn der brennen würde, würde er halt viel Schaden bekommen, aber auf Gift reagiert er nicht so. Dieses Spiel ist tiefenentspannt. Wir spielen wohl unterschiedliche Spiele. Ich wette, dass meine Frau auf der Arbeit heute war Altweiber in Düsseldorf und die arbeitet ja im Moment für die Düsseldorfer Firma. Da ist der Karneval immer das Schlimmste. Ich wette, die hat was getrunken. Deshalb soll ich die nachher abholen, hat die keinen Bock, Bus zu fahren. Frau hat Pascal geheiratet. Ne, ich habe nicht geheiratet.
Ich sag nur einfach manchmal, meine Frau, dann fühle ich mich weniger ausgenutzt. Das Fragezeichen muss doch ein anderes Wesen sein. Und das sieht doch so aus, als wenn das ein neues Wesen ist. Das ist irgendeine Art Vogel. Das ist immer diese Sache von, das ist immer dann so eine Last-Minute-Geschichte immer. Weil die denkt, dass ich nichts zu tun habe, weißt du? Anstatt dass die mir sowas früher sagt, damit ich dann morgens, sag ich mal, streame und alles so erledige, ne, dann kann ich auch sagen, ja, kein Problem, hol ich dich später ab, aber doch nicht eine Stunde, nachdem ich angefangen habe zu streamen, immer. Entschuldigung, das gehört nicht hierhin, aber manchmal bin ich ein bisschen verwirrt. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Verdammt! Höher als der letzte? Okay, ich soll sie abholen und soll sie mit zu mir nehmen. Und sie sagt mir Bescheid, wann. Jetzt noch nicht. Ist mir klar, dass jetzt noch nicht. Oh mein Gott, ey.
Und ja, es ist so, wie Chainsaw sagt. Schatz, ich bin ratzevoll, hol mich ab, sonst pöbel ich Polizisten an. Wobei, die pöbelt niemand an, aber die ist so kontaktfreudig, sag ich mal, wenn die was getrunken hat. Dann lernt die 8000 Menschen kennen immer. Also nicht kontaktfreudig in dem Sinne von, ne, der gefällt mir, der gefällt mir, der gefällt mir. Aber die quatscht einfach jeden an, ey. Also ob Frau oder Mann, da gibt die einfach Gas. Da connectet sie sich mit jedem. So ein Mensch. Die ist einfach mit der ganzen Welt befreundet dann. Es ist auch schön, wenn du schon verheiratet bist. Ich bin eigentlich auch jemand, der die, der gerne verheiratet wäre. Dann wird die Frage schon wegfallen, wohin ich sie denn abholen soll. Boah, voll gut, ey. 4 Söhne. Wobei, ich glaube, ich bin der Mensch, ich sollte besser Töchter haben. Also falls ich nochmal die Frage habe, ob ich Kinder... Also eines Tages, man kann ja auch noch im hohen Alter Kinder kriegen, aber ich glaube, ich würde mit Töchtern besser klarkommen als mit Söhnen. Was soll ich denn beibringen? Ich bin ja selbst kein richtiger Kerl so richtig. Ich bin ja selbst ein bisschen androgyn. Wie man eine Frau verführt. Das ist nicht gut, wenn es so viele von uns gibt. Was ist los? Schabt er sich im Gebäude? Ich wusste es, der macht sofort aus Schaben. Moment. Ich wollte den mal zerstören, weil der nimmt ja Grundressourcen weg. Nee, bei Töchtern wäre ich zu besorgt. Ja, das ist das andere, das ist das Problem. Deshalb niemals eine Tochter, aber... Naja, was soll's.
Man kann ja wenigstens auch sagen, die Tochter wird hier halt irgendwann von dem Typen abgenommen. Dann ist das dem sein Problem. Obwohl, ja, ist auch das Risiko, dass sie schwanger zurückkommt. Ja, ist nicht mehr so einfach. Ich hab das verstärkt im... in den Upgrades. Der stirbt schon. Wenn du jetzt noch eine Tochter kriegst als fünftes Kind, wird die wahrscheinlich mehr Junge als die anderen. Weil sie sich immer durchsetzen muss gegen ihre Brüder. Muss weg. So, man muss jetzt ein bisschen mitbedenken, bei der Jagd gerade, das wurde ja angegeben, dass das ein Schwacher ist. Und ich denke mal, dadurch sparst du auch schon einfach also viel Zeit. Noch geiler daran, dass mir meine Partnerin geschrieben hat, ich soll die abholen, ist, dass ich dir vorhin geschrieben habe, dass so viele Spiele rauskommen, dass ich so viel zu tun habe. Euer Lebensschutz zu vernachlässigen, oder? Dafür brauche ich 3 Flora-Grunzerschweiße. Schweife. Geil. Die eine Rüstung hat einfach... Weißt du, die Grundrüstung hat einfach Haare bis zum Arsch. Und die andere hat einfach einen riesigen Zopf auf dem Hintern.
Deshalb schreibst du dir, weil du die Angst hast, dass du sonst keine Zeit hast. Nein, es war. Es ist wirklich. Es ist diese Geschichte des. Ich habe hier ein bisschen Party gemacht. Und jetzt möchte ich gerne meinen Freund sehen. Weil sonst ist sie wie ein Goldfisch. Sobald ich irgendwie aus Sichtweite bin, vergisst sie, dass ich existiere. Also sie vergisst sie, dass ich existiere, aber dann ist das nicht so wichtig, dass ich nicht da bin. Aber egal. Ist nicht so weit, was ich zu fahren habe. Deshalb, das passt schon. Versuch mal an seinen Schwanz zu kommen. Ich war jetzt kurz so in Gedanken. Das mit dem PS4-Controller kann ich nicht so sagen, weil ich keine PlayStation 4-Controller hier benutze. Ich will nicht schützen.
Und bei Gott, ich werde definitiv nicht an Karneval feiern gehen, genauso wie die vergangenen Jahre nicht. Ich brauche keinen besonderen Tag, um feiern zu gehen, nur um dann mit noch mehr Menschen, die ich nicht mag, in irgendeinen Räumlichkeiten rumzuhängen. Ja, beziehungsweise ich nicht kenne. Ich werde mein Leben lang der Privatparty-Typ bleiben. Oder zum See gehen. Oder in die Kneipe gehen. Oder Aktivitäten verfolgen, die nichts mit Trinken zu tun haben, weil ich ja gar nicht trinke. Ich habe selbst 10.000 Kostüme, ich brauche auch kein Kostüm. Ich streame, ich habe ganz viele Kostüme zu Hause. Einige noch original verpackt. Ah ne, der ist ja oben. Vorher muss ich gleich meine Freundin abholen und mich wahrscheinlich um die kümmern. So von der Nachricht her habe ich das Gefühl, sie braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Beziehungsweise hole mich gleich, aber ist natürlich wieder sehr aussagekräftig von ihr gewesen. Du kannst mir gerne ein Bild schicken über Discord, aber ich hoffe, es ist kein Penis, also... Ja, dann komme ich damit klar. Das ging wieder schnell. Aus unserem Urlaub in Florida, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mit Chainsaw in Florida war. Aber war bestimmt schön. Also Baltimore kann ich mich noch gut erinnern, als ich da war. Aber Florida, genau die andere Seite, also... Westküste ist bestimmt geil. Ich hatte damals in Baltimore, wir waren ja im Aquarium einen Tag, den wir halt nichts zu tun hatten. Also International Aquarium of Baltimore. Da hätten wir lieber nach Washington mal fahren sollen. Weil Washington war ja nicht weit, ist ja nicht weit weg von Baltimore.
wird man sich ein paar Sachen kultureller Natur angucken können. Danke fürs Folgen, Honeybird. Ich wollte einfach mal reingehen. Der sagt mir zwar die Mission, aber ich glaube, ich joine bei einem anderen ins Spiel rein. Ich glaube nämlich nicht, dass das random ist hier. Dass der einfach dir irgendeinen Auftrag gibt. Der Welt deines Besuchers betreten. Ich darf nichts bauen. Wie oft muss das Wildschwein töten? Ich glaube, ich muss es nur einmal töten, weil ich brauche halt den Schweif immer. Und ich bin zwar sehr viel auf den Schwanz gegangen von dem. Ach so, ich sehe. Weißt du, was das ist? Das ist gar nicht, dass du online zusammenspielt, sondern du betrittst ein Jagdgebiet von jemand anderen. Und der hat das, sag ich mal, nach seinen Bedürfnissen aufgebaut. Und der Typ, der das hier aufgebaut hat, keinen Plan vom Spiel. Noch schlimmer als ich. Der hat den Sensorturm am Arsch der Welt positioniert. Ah ja, doch mehr als einen. Da habe ich den in seinem Hauptlager nicht gesehen. AP-Fäus. Ups. Aber nachdem ich den jetzt nochmal getötet habe, sind wir, ich denke mal, mit dem Wildschwein erstmal durch wieder. Es geht ja zum Glück wirklich schneller. Dank der Upgrades etc. Aber es gehört einfach dazu, hast du bei Monster Hunter auch. Ich glaube, mein Baujahr steht in meiner Beschreibung, aber ich bin Baujahr 84. Glaube ich jedenfalls. Ich muss in meinen Pass gucken. Mein Gott, du bist jünger! Du bist jünger, bist verheiratet, hast 4 Kinder, du bist voll in die. Du hast Life Goals alle erfüllt. Ach,
du hast eine ältere Frau. Das erklärt, warum du schon so viele Kinder hast, obwohl... Obwohl, das heißt ja nichts. Ja, mit 26, da war ich gerade mal ein Jahr ausgezogen von zu Hause. Oder war ich 24, als die Ausbildung vorbei war. Oh mein Gott, du bist dann auch erst ausgezogen, okay. Ja, Leben verlaufen alle so ein bisschen anders. Ja, ich wäre auch zu, also ich wäre beim Auszug meiner Eltern auch zu meiner Freundin damals gezogen eigentlich, aber die hat gesagt, leb erstmal alleine. Du ziehst auf keinen Fall zu mir. Meine Freundin damals war ein Jahr älter als ich, circa. War jetzt nicht die Welt, aber okay, dann bin ich halt alleine gezogen. Und später waren wir halt getrennt, ne? War auch Gott sei Dank, ey, die hatte unglaublich viele Schulden. Ich habe nicht genug. An sich ist Anvisieren richtig schlecht im Spiel. Also ich weiß nicht, ohne Anvisieren komme ich besser klar, gegen die Gegner zu kämpfen. Da. Ich weiß, denselben immer wieder zu töten, ist es gerade nicht abendfüllend. Thank you.
Hallo, eigentlich war ich schon weg. Also Fragen zu, auf welchen Konsolen das Spiel rauskommt, sind, kann ich so gut wie nie beantworten. Das hat einfach damit zu tun, dass ich selbst keine Konsolen besitze und deshalb, also bis auf die Switch, und deshalb ist das Interesse da so gering. Deshalb tut mir leid, musst du leider online gucken. Warum rennst du denn schon wieder weg? Lass sie doch eben einfach töten. Ist doch gar nicht so schlimm. Du bist doch nur digital. Digitales Leben ist auch wertvoll. Da ist sie, die virtuelle Peta. Ich töte Tiere und trage ihre Überreste als Kleidung. Das ist schlimmer als Super Mario, der sich in den... der Pelz trägt. Als Flug Mario. Schade. So, da ist der Schweif. Jetzt habe ich nur einen. Wie hat er gesagt, im Besitz einer. Und das ist richtig kacke.
Das bedeutet, du musst mich jedes Mal den Schweiß holen. Borste, Gunzerdorn, Horn. Ja, ist nämlich nichts dabei. Minato des Besuches, dein Minato. Ich gehe natürlich in mein Minato. Was soll ich denn in das Minato vom Besucher gehen? Du sollst einen Suzuran, einen auch Lavarücken genannt, erlegen. Erstmal kurz zur Schmiede rüber. Kann ich mich eben kurz mal mit der Dame hier reden. Man sagt, dass die Seelen in stärker und schärfer. Genau was ihr braucht, nehme ich mal an. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Habt ihr etwas Bestimmtes im Sinn? Ja, jetzt habe ich nämlich genau einen Schwanz. Wie die meisten von euch. Hallo Black Fox, du kommst genau am richtigen Zeitpunkt. Wir reden gerade über unsere Penisse. Schmiedekunst macht Spaß, finde ich. Diesen Wildschweinpenisse. Nein! Nein! Kann ich euch sonst noch irgendwas? So, jetzt gucken wir mal, was für ein Geheimnis noch auf der Insel lauert. Beziehungsweise, da ist jetzt der Questauftrag. Oh, ich wollte nie wieder auf ein Boot. Ist alles in Ordnung, Suzuran? Ihr wolltet uns bei unserer Ankunft erklären, warum wir hier sind. Das wird schon. Also, es gibt eine alte Ruine hier auf dieser Insel, in der natürliche Fluss des Ki stagniert. Ich brauche euch, um diese Blockade zu lösen. Ich glaube, ihr meintet, ihr hättet es schon einmal versucht, nicht wahr? Im Rapsfeld entlang des blütengesäumten Wegs. Ich erinnere mich. Ich bitte euch, hier ebenso zu verfahren. Bei meinen Nachforschungen habe ich herausgefunden, welches spezielle Material ich brauche und von welchem Kimono ich es bekommen kann. Es ist ein Kimono namens Jigokusaru oder auch Lavarücken. Soweit wir wissen, lebt es seit Urzeiten auf dieser Insel. Anscheinend waren die Jäger von Minato ihm noch nie gewachsen. Wegen einer schweren Aufgabe. Selbst ich weiß, dass ich euch viel abverlange. Aber leider ist sonst niemand dieser Aufgabe auch nur annähernd gewachsen. Kehrt nach Minato zurück, wenn es euch zu viel wird, und bereitet euch vor. Wir beide stehen euch gern zur Seite. Ich habe gehört, dass der Lavarücken auf der nördlichen Seite lebt. Aber auf der Insel gibt es auch andere Kemono. Vielleicht wäre es ratsam, zuerst einige von ihnen zu jagen. Dann kann ich euch aus den Materialien stärkere Ausrüstung anfertigen.
Besteht kein Grund zur Sorge. Susuran? Tut mir leid, ich habe nur vor mich hingemurmelt. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe ein ganz besonderes Karakuri zu eurem Repertoire hinzugefügt. Ich habe das Gegenstück dazu. Und zusammen ermöglichen sie es uns, über relativ große Distanzen zu kommunizieren. Ihr solltet es einfach mal ausprobieren. Wir melden uns in Kürze. Erschreckt euch also nicht, wenn ihr plötzlich unsere Stimmen hört. Weil warum soll ich nochmal ins Dorf gehen? Hab doch eh. Warum soll ich nochmal eine Stimme aussuchen, damit ich die du nicht benutzen kann die ganze Zeit? Sie sagt eigentlich nur, es tut mir leid. Macht euch keine Sorgen. Leck mich fertig, dachte er, ich bin im Discord für. Unglaublich! Es funktioniert! Lass mich mal sehen! Finger weg, Natsume! Ich kenne dich, du machst das nur kaputt! Aber ich versuche zumindest immer, alles zu reparieren. Wir unterstützen euch so gut wie möglich über das Karakuri. So, das ist schon mal eine sehr gute Abkürzung. Da vorne ist irgendwas Schlangenfliegenmäßiges. Was gibst du? Schlangenhaut. Ich habe dich jedenfalls der richtigen Gattung zugeordnet. Hat sich nicht an den Ruinen auch schon ein Sensorturm gebaut? Müsste ich nicht eigentlich schon im Areal sehen? Nö, habe ich nicht damals. Okay, machen wir das jetzt. Performance und Grafik sei zu schlecht bei Wild Hearts. Ja, Performance ist halt schwierig festzumachen, weil ich ja schon jetzt einen ziemlich potenten Rechner habe inzwischen. Deshalb halte ich mich da mal lieber bedeckt, aber grafisch ist das schöner als Worlds. Also.
hat halt zwar so ein paar Ecken, wo du denkst, okay, da wäre vielleicht detailtechnisch noch ein bisschen mehr gegangen. Aber insgesamt ist das ein... Ist das ein schönes Game geworden. Da übrigens schon so parat, als wenn die gegeneinander kämpfen würden gleich. Lass mich nicht den Namen, dass die gegeneinander kämpfen, sondern es ist wirklich eine Voranimation. Ich habe das Gefühl, dass du recht viel Feuerschaden machst. Und dass du nicht der Langsamste bist, wie ich dich so sehe. Bitte seid vorsichtig. Erzähl doch nicht. Ich wundere, irgendwie knattert der so ein bisschen. Ja.
toll. Jetzt haut der ab, ne? Ist ja immer noch Akku. Ich glaube nicht, dass der Bananen ist. Geil! Alter Nebel ist erschienen, es reicht nicht. Ich werde einfach wieder sterben. Naja, Freund hat sich identifiziert als Partyfreundin übrigens, um die Geschichte zu Ende zu führen. Und sie hat mir gerade ein bisschen geschrieben, dass sie nicht ihr Lied spielen und die deshalb nach Hause will. What the fuck, ey? Hmm.
Okay, der ist anscheinend groß genug, um bei ihm was rauszusaugen. Habe ich einen Treffer fast wieder komplett getötet. Aber es ist auch, dass die Rüstung, die ich trage, die ist nicht gut gegen Feuerschaden. Ich glaube, die hat einen Abzug gegen Feuer. Schade. Ich dachte, ich gehe aufs Ganze. Warum ist er denn jetzt schon wieder böse? Oh, er kühlt ab. Ah ne, er hat irgendwas vorbereitet, was mich dann noch mehr abgefuckt hat. Hallo, ich bin ausgewichen. Oh, ich habe mir irgendwas abgeschlagen hier. Thank you.
Da geht der Affe. Ja, meine Freundin ist halt Typ, die schreibt einen 5 Uhr morgens an und sagt, komm doch noch vorbei, voll geile Mucke hier. Können wir noch ein bisschen tanzen? Ich will noch nicht gehen. Aber insgesamt ist sie eigentlich ganz lieb. Warum hat die geschrieben, holst du mich ab? Fragezeichen nochmal. Wo ich mich einfach frage, ja, jetzt oder was? Ich fahre ja nicht auf Verdacht einfach los und dann sagt die, nee, ich wollte ja eigentlich, wollte ich hier noch ein bisschen rumhängen. Nicht mich klatschen. Ich glaube, der ist schon wieder aggro. Junge, du musst mir auch die Zeit geben, irgendwas trinken zu können. So, wie oft hintereinander wir es den gleichen Scheiß machen. Beste ist dafür, den wir keine Hilfe holen. Komm schon. Ich bin ausgewichen. Ah!
Das erste Mal ist immer so ein Krampf. Und später machst du in 10 Minuten fertig. Wie ist denn die Story so? Viecher böse. Viecher kaputt hauen. Looten und leveln. Oh, erhöht die Heilwassermenge, die du tragen kannst. Das will mir zwar jetzt gerade nicht so viel bringen. Ja, ist immer einer mehr. Ob du direkt aggro bist, ich bin noch nicht mal da. Aber insgesamt steht dran, dass er schon aus dem letzten Loch pfeift. Ja, natürlich! Er wird erschöpft! Natürlich gibt's eine Story, deshalb sind wir gerade hier unterwegs. Monster hat auch eine Story. Interessiert halt nur keinen. Ah, er ist tot. Juhu!
gefragt seid. Na gut, wir machen uns auf den Weg. Ach so, begib dich zu den Ruinen. Das ist hier unten. Da waren wir nämlich gerade. Dafür brauchen wir nämlich diesen Kristall. Und ich glaube, so schalten wir das nächste Gebiet frei. Man sich wieder. Ihr habt anscheinend ein Händchen dafür, den Tod ein Schnippchen zu schlagen. Wie ich sehe, seid ihr als Jäger gewachsen. Das Feuer in euren Augen strahlt noch heller. Wie passend, dass wir uns hier treffen, im heiligen Land der alten Jäger. Ihre Träume haben Spuren hinterlassen. Um euch herum und in euch selbst. Einst wurden hier die Jäger geboren. Sie wuchsen hier auf und sind hier gestorben. Doch eines Tages überquerten sie das Meer und reisten nach Azuma. Doch diese Reise war nur dank der Karakuri möglich. Mit dem Wissen und der Technologie, über die nur die alten Jäger verfügten. Leider ist alles, was einmal war, nun nicht mehr existent. Die Zuflucht der Jäger in Azuma wurde fortgespült durch den Regen von tausend Taten. Eine gewaltige Flut, die das gesamte Land erfasste. Einige wenige Jäger überlebten und zogen gen Norden oder Westen und mit ihnen ihr verbliebenes Karakuri-Wissen. Alles, was einst zurückgelassen wurde, kristallisierte zur Saat. Alles, was einst zurückgelassen wurde, lebt nun also in euch weiter. Ihr müsst jetzt jagen, vertrauend, dass dadurch die Saat wachsen wird. Da drüben! Seht nur! Hey! Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, da ihr das Kimono erfolgreich niedergestreckt habt, können wir... Oh! Was ist los? Ich sprach gerade mit jemandem. Wirklich? Ich habe niemanden gesehen. Dieser Ort ist für die meisten viel zu gefährlich. Wie dem auch sei, lasst uns mit dem Plan weitermachen. Ihr erinnert euch sicher, dass ihr eure Karakuri nicht überall beschwören und nutzen könnt, richtig? Nun, die Erklärung dafür hängt mit einer Form von Energie zusammen, die wir Himmelsfäden nennen. Stellt euch vor, ihr würdet gerade ein Karakuri aus dem Nichts erschaffen. Dabei entstehen rankenartige Stränge, nicht wahr? Das sind Himmelsfäden. Sie sind die Quelle der Kraft aller Karakuri. Wenn nicht genug davon vorhanden sind, können Karakuri nicht funktionieren. Je größer und komplexer das Karakuri ist, desto mehr Himmelsfäden sind erforderlich, um es anzutreiben. Vermutlich ist es euch schon aufgefallen, als ihr euch umgesehen habt. Diese Ruine scheint ein gigantisches Karakuri zu sein. Früher hat es sicher einmal funktioniert, bis aus irgendeinem Grund die Verbindung zu den Himmelsfäden versiegte. Aber warum? Wurde der Fluss des Ki in der Erde vielleicht blockiert? Korrekt. Ki und Himmelsfäden sind im Prinzip das Gleiche. Das Ki hier fließt nicht. Ändert das, und diese Ruinen sollten zu neuem Leben erwachen. Man sagt, dass dieser uralte Ort eigentlich eine raffinierte Maschine ist, die dazu dient, die Himmelsfäden zu einem anderen Punkt zu leiten. Und ich bin mir sicher, ihr könnt euch schon denken, wohin. Wohin denn? Unser Minato. Wenn wir diese Maschine also wieder in Gang bringen, dann sollten auch all die verstaubten Karakuri in Minato plötzlich wieder zum Leben erwachen.
habe schon geglaubt, ich würde sie nie wieder in Betrieb sehen. Es ist schon so lang her. Unsere Aufgabe hier ist von entscheidender Bedeutung für das Überleben der Stadt. Die Kemono werden immer stärker und wir haben keine Mittel, um uns zu verteidigen. Früher oder später werden wir gezwungen sein, Minato aufzugeben. Und nach vielen langen Diskussionen haben die Ältesten beschlossen, dass wir die Karakuri wieder zum Laufen bringen müssen, um uns zu verteidigen. Deshalb ist es eure Aufgabe, diesem alten Ort mit euren Fähigkeiten neues Leben einzuhauchen. Die Karakuri in ganz Minato funktionieren wieder. Kaum vorzustellen. Aufregend, nicht wahr? Genau wie in meiner Kindheit. Als ich noch klein war, funktionierten sie noch. Du. Und seht nur, wie sich die Himmelsfäden ihren Weg hineinbahnen. Oh, das muss ich untersuchen. Wir haben es geschafft. Tatsächlich. Was für ein Erfolg. Oh, ich kann nicht durchgehen. Ihr habt es geschafft. Ich danke euch. Lasst uns schnell nach Minato zurückkehren und sehen, was wir verändert haben. Ja, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was in der Stadt passiert. Wir haben eine Tür aufgemacht. Die Stadt wird wahrscheinlich davon gemerkt haben. Ich kann kaum erwarten zu... Ach so, ob sie das alte Rad wieder dreht, die Winde sind wieder da. Durch dieses Tor. Naja, Rad dreht sich auch nicht. Gehüpft wie gesprungen. Unglaublich, unglaublich, unglaublich! Das hätte ich mir nie träumen lassen. Alles funktioniert wieder. Ist, als wäre die Stadt selbst aus einem langen Schlaf erwacht. Die Karakuri funktionieren wieder. Das bedeutet, das Karakuri in der Schmiede. Oh, das muss ich unbedingt sehen. Natsume ist glücklich. Um ehrlich zu sein, fallen mir auch Dutzende von Experimenten ein, die ich gern durchführen würde. Und falls es euch nichts ausmacht, könnte ich bei vielen davon eure Hilfe gebrauchen. Na, ist das nicht toll? Ihr wollt euch sicher unbedingt in der Stadt umsehen. Ich werde es auf jeden Fall tun. Stellt euch nur vor, wie diese ganzen verstaubten Karakuri wieder zum Leben erwachen. Zum Beispiel das Badehaus vor den Toren der Stadt. Das heiße Wasser wird wieder fließen. So heißt, dass dort bald jemand aufpassen muss. Alles verlief nach Plan. Und das verdanken wir allein euch. Alles verlief genau nach Plan. Jetzt muss das kleine Kind sich über die Trauben stampfen. Ich habe einen neuen... Die Karakuri wieder in Betrieb zu... Auf Wiedersehen! Du kannst in Minato jetzt Karakuri frei beschwören, außerdem werden sich deine Karakuri-Feen automatisch vermehren. Du kannst sie in der Nähe von Menschen-Karakuri platzieren. Betrug! Warum sollte ich hier welche aufbauen? Ich kann doch überall Schnellreise hinmachen. Warum bewegen sich plötzlich alle Karakuri? Oh, ich wollte mit euch reden. So, das machen wir aber nächstes Mal.